Digitalisierung in der Lehre lässt diese Grenzen verschwinden. Es sind Grenzen von Raum und Zeit. Lernen findet heute statt, wo ich will und wann ich will. Und es bedeutet, dass sich auch Grenzen der Hochschulen auflösen, langsam bröckeln und porös werden, dass wir uns aus dem Elfenbeinturm hinauswagen können, hinauswagen müssen und uns öffnen dürfen und öffnen müssen dafür, dass es einen riesigen Lernbedarf gibt, eine große Nachfrage nach dem, was wir als Hochschulen anbieten können, aber dass wir auch ganz viel von der Welt da draußen zu uns auf den Campus und in den Hörsaal holen können. Und ich denke, davon profitieren beide Seiten.